links hier. Das sind die. Oh, das ist sogar in schwarz. Das ist schick. Level 30 aber nur. Die Dinger hier. Ja, genau. Ah, Das verstehe. müssen wir jetzt wegkillen, damit neue respawnen, weil das ist nur Level 30. Okay. Die greift übrigens nicht von alleine an. Also ganz ruhig da. Level 60. Welches Geschlecht? Kann ich mal kurz schauen. Oh, nee, das sind. What the fuck? Da klappt sich was? Ein gelber Airdrop. Den nehme ich nochmal Was mit, würde ich klopft sagen. sich hier eigentlich gerade die ganze Zeit? Ein Laseraufsatzbauplan. Bauplan für einen Was zum Sacken. LOL, das Zeug, was mich gekloppt hat, Ja. hat mein Vogel eingeschüchtert. Naja, weiblich. Okay, dann nehmen wir das mit. Weil Weiblich, Low-Level-Weibchen richtig. sind immer besser als Low-Level-Männchen, weil die Weibchen kann man schneller hochzüchten. Soll ich dir sagen, wo ich auf der Karte bin? Ja. Ich bin auf der 30er Linie bei ungefähr 45, 30, 45. Da bin ich ja fast da, neben dem Berg da, ne? Ja. Ja, genau, ich bin auf der anderen Seite quasi. Na, guck mal angenommen, wir haben jetzt ein 100er Männchen und ein 1er Weibchen. Dann können wir mit dem. Das Männchen hat ja keinen Cooldown zum. Oh, ich habe Unterkühlung hier. Zum Dingens, zum Paaren. So, die Weibchen aber schon, weil die müssen jetzt schwanger werden und so dies, das. Und deshalb, wenn man halt mehrere Weibchen hat, die Low-Level sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein besseres Kind dabei ist, höher. Bei Männchen ist immer schwierig. Hier Guten vorne, das Tag. Ding ist. Naja. Brauchen wir so gleich mit dem Grappling-Hook machen? Wir machen es einfach so: Wir steigen ab vom Vogel, beschießen den. Wenn er auf dich geht, steigst du auf den Vogel auf und pulst den weg. So, wie mache ich den nochmal passiv? Passiv war üben. Achso, mach ich auch mal auf passiv, ja. Nee, passiv. Nee, passiv ist richtig. Neutral ist falsch. Okay, oder Von vorne was ist werde ich ein. angegriffen? Von was werde ich angegriffen? Sabertooth, Sabertooth, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia. Wow. Er ist tot. Ja, ihr wolltet gerade auch den Revolver, da haben wir auch so die Axt gezückt. Hab 2 und 7 verwechselt. Perfekt. Okay, oh, das wollte ich nicht. Chaos, wir machen mal, pass auf, wir schießen halt drauf immer. Und wenn du merkst, okay, es geht auf dich, dann steckst du einen Vogel und pulst es weg, ja? Ja. Und bitte nicht da vorne zu dem Rex. Wait, ist das ein Giga? Der ist so groß. Was? Ach nee, das ist ein Duty. Ich dachte schon. Lol. Okay, jetzt komm. Yep. Der Sabertooth dahin. Sabertooth. Feuern. 3, 2, 1. Bumm. Ah, du hast den Kopf getroffen, oder wie? Ne, mein Arm ist dafür gut. Wajo, Vogel, Vogel. Ich nehme die Flinte gerade. Der zweite Fake-Hit, ernsthaft? Können wir uns ein bisschen beeilen, eventuell? Ich nehme deinen Vogel. Okay, gerne. Dritter Fake-Hit, willst du verarschen? Oh, perfekt. Angenehm. Oh, es geht auf dich. Nee, es läuft. Nein, es läuft. Fuck, es läuft zum Yuji. Ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Oh, nicht mich angreifen. Oh, davon ist der Alpha Kano. Alles ist schnell. Hab's. Oh Gott, Perfekt. da ist der Alpha Kano. Ich will nicht zum Alpha Kano. Digga, mein Vogel folgt mir nicht. Ah doch, mein Vogel folgt mir, ich bin blöd. Meiner folgt mir nicht. Ich glaube, der ist sogar alles Fresser, das Megatherium hier. Aber wirklich. Kannst du den blauen Airdrop-Trick mal mitnehmen da vorne? Das ist der effizienteste Chitin-Farmer im Spiel. Und das Geile ist, die ganzen Insekten machen ja alle Betäubung und Gift und bla. Der ist da immun gegen und der kriegt dadurch sogar noch einen Buff. Oh. Deshalb ist das Vieh so geil. Und da brauchen wir ein richtiges High-Level. Ist der Typ genauso, wie wir Jalapenos essen als Menschen? Eigentlich ist ein Abwehrmechanismus, aber wir mögen das. Perfekt. Was ist das für Stats eigentlich? 1900 Leben, 900 Ausdauer, ist geil. 820 Gewicht ist stabil. Vielleicht gleich damit einmal die Cave nochmal machen. Ich war gestern nochmal kurz in der Cave. Aber das meiste war noch nicht gerespawnt. Aber bis jetzt sollte eigentlich alles gerespawnt sein. Und dann mache ich das da gleich nochmal. Ach übrigens, was ich gefunden habe in diesem blauen Airdrop-Bauplan, Achso. Dinosaurier-Torpedo. Habe schon wie 5 Mal oder so. Oh! Ich
Warum kriegst du die, hä? Mückenklatscher. Mückenklatscher finde ich gut. Den skillen auch nur auf Damage, würde ich sagen. Aha. Ich teste ihn erstmal in der Höhle, bevor ich ihn auf irgendwas skille. Ja, der Mückenklatscher. Sehr gut. Hast du den Sattel? Den Sattel habe ich noch nicht mehr, Vogel, glaube ich, ne? So, das ist der Kollege hier. Ist so semi-schnell, ja. Und der, guck mal, der macht halt so eine richtige Klatsche. Der macht mal Yeet. Ja, ja. Rechtsklick kann er immer so beißen. Okay, geil. Und C hat da nichts. Ist der chillig auf jeden Fall. So. Der Kollege kommt immer mit hier. Und dann kann ich richtig einen TT farmen. Und dann können wir nächsten Freitag so heftig progressen damit. Weil dann mit TT haben wir Pool im Meer und damit können wir alles machen. Wir können diesen Labortisch machen, wir können den zerkleineren machen, wir können die Schmelze machen, wir können Kompositbogen machen. Wir können diese bessere, geile Rüstung machen, Nachtsichtbrille, Gasmaske, Taucherrüstung. Der Kano haut ab, der hat Wildschweine gefunden. Auch sehr geil. Ja, wir sagen mal, vielleicht kann ich nächsten Freitag was früher. Nice. Weil wir bekommen auf Donnerstag neue Stundenpläne. Ah, sehr chillig. Also, es gibt die Möglichkeit, dass ich was früher frei habe. Ein wunderschöner blauer Airdrop. Willst du kurz mitkommen? Vielen Dank. Vielen Dank. Job. Digga, das 10.000. Rezept für ein scheiß Wasserglas, ne? Digga, wir haben schon was Besseres, wir brauchen die Drecksgläser nicht mehr. Lieber dann. Lass ich das mal liegen. Ja. Und der Airdrop ist sogar nochmal hier. Bei euch habe ich gestern einen T-Rex gefarmt, ne? Das Geile ist bei dem Kollegen auch, hier Alpha-Raptoren und Kanus und alles, das greift den gar nicht erst an. Die trauen sich gar nicht. Full-Set-Lederrüstung, alles primitiv. Was ein Scheiße. Biber Jam. Das ist der coolste Scam von allem, oder? Oh, Siliziumperlen waren hier ganz gut drin, ne? Wo drin? Im Biber Jam. Biber Jam, Biber Jam. Ah, okay. Wow, Piranha. Und jede Menge Holz nochmal, Alter. Okay, wir brauchen nie wieder Holzfarmen. Die Biberdämme sind so geil, Alter. Wow, Piranha, Alter, wo sind denn viele Piranhas? Chill doch mal, euer scheiß Leben. Wow, was wollte ich? Alter! So. Holzfarben, Digga. Brauchen wir nie wieder. Wir haben mal so viel Zement. Ich habe schon wieder jetzt 138 Zement rausbekommen. What the fuck? Es gibt nichts so geiles. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht mal nächstes Mal sogar ein paar mehr Spots noch mitnehmen. Dann markieren wir uns hier mal auf der Karte. Weil es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Biberdamm-Spots. Okay. Und da können wir einmal da lang fliegen. Ich habe mal keine Ahnung, 1000 Zement. Das wäre auch übel chillig, oder? Ja. Okay, uns fehlen nur noch 40 Elektronik und Polymer ein bisschen. Jetzt 80 von 42 Polymer. Das alles. Und die Elektronik. Dann haben wir den Chemietisch. Da bin ich Chemietisch. Wie macht man Elektronik? Ja, wir brauchen die Siliziumperlen. Hatte mein Vogel nicht? Da habe ich da gerade noch so ein Viech gekillt. Ja. Oh, mein Vogel hat noch Holz, sehe ich gerade. Sonst muss gleich ein paar Tech-Viecher mal farmen gehen. Weil Elektronik, ich will jetzt keine Siliziumperlen halt dafür ausgeben. Wobei ich die Biber-Dämme, können wir die ja auch farmen, ne? Warte, wie viel habe ich? Naja, ich hatte ja welche drin gerade. Ah, okay. Wie viele waren das? Naja, jetzt habe ich schon weggepackt, glaube ich. Okay, um 10, 12 Stück bestimmt. Wir brauchen halt das Tech-Zeug, deshalb muss ich gleich wahrscheinlich noch. Da waren ja zwei Tech-Degos am Strand. Ich denke mal, wenn ich die beiden kill, habe ich genug Elektronik. Ach so, eine Sache, die ich noch machen wollte, bevor du jetzt aufgehst. Ich wollte dieses Rezept, was du gefunden hattest, einmal ausprobieren. So, Portion Fleisch, 3 Fleisch. Ich nehme an, ich meine rohes Fleisch. Da haben wir natürlich ganz wenig nur von, ne? Ja. Also wirklich fast ein Mangel. Beeren habe ich noch gesehen. Ist, glaube ich, nicht egal, welche Beeren. Das soll ich jetzt nochmal hier die Azurbeeren. Fleischbeeren. Medizin. Oh, wait, scheiße. Haben wir Medizin? Zinzobären, Narkosemittel können wir dafür erstmal. Ah, das können wir sowieso mal machen. Das ist so eine Art Instant-Heal-Zeug, glaube ich. Das ist ganz nice. Machen wir Zinzobären. Ich gucke jetzt, welche bei Tintin aus seinem Dingens raus hier. Amarbeeren, Azulbeeren, Zinzobären. Bap. Habe ich natürlich smart wie. Ich bin schon alles im Voraus gefarmt. Und dann noch mit Wasser vermischen. Bob. Und Holz brauchen wir natürlich auch noch. Beziehungsweise Zündpulver. Und wir hier ein bisschen, was kochen können damit, das heißt, das geht so. Bap, bap, bap. Jetzt machen wir viel Medizin und dann können wir gucken, was dieses Rockwell-Rezept da ist. Okay, wir haben das, die 4 Heilmittel da.
So, und jetzt hier das Rezept. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Beeren und die Medizin. Beeren und wir brauchen Medizin und wir brauchen Wasser. Wasser musst du reinlegen? Ah, hast du schon, sehr gut. Und das Symbol habe ich aus dem rausgenommen, weil ich schlau bin. Ich benutze die Farbe. Jo, was machst du denn? Ich benutze die Farbe. Okay, ja, mach du mal da was mit der Farbe. Tintin wird sich denken, so, was ist da los? Ja, ich dachte auch gerade so, hä? Ih, wie scheiße, das sieht aus, als quillt da irgendein Schlamm durch oder so. Was ist das denn? Alter, kannst du mich anmalen? Schauen, ob da irgendwas passiert, wenn ich dich so anmale. Ne, ich muss dir mal reparieren. Schau auf den Rücken, schau auf den Rücken. Lol. What? Okay, kannst du mich... Kannst du meinen Bart anmalen oder so, meine Haare? Das würde ich rausfinden. Das wäre witzig. Ey, ich repariere meine Rüstung mal ins Fix, kannst du ja weitermachen. Wenn die einmal ganz fix hier... Ich muss mal irgendwas eine Sache ausprobieren. Jo. Hier, hier war doch die Schere, die nehme ich mir mal eben kurz. Mhm. So. Vielleicht, wenn ich mit der Schere an dich dran gehe. Oh, ja. Muss ich wohnen. Ja, ja. Oh Gott. Oh, ich will mal mehr Fleisch mitnehmen, glaube ich. Weil ich glaube, ich ziehe mir Helm mal kurz ab, sonst sieht man ziemlich auch. Digga, mein. Aha! Ja, es funktioniert. Mit der Schere, Hauptsache. Wunderbar, aber schneid die Haare mal ab, dann kannst du direkt noch mal ein bisschen mehr Pelzrüstung benutzen. Wir sind nochmal auf ganz schlichten Alpha-Abdeutung und Stuck. Ich will einfach nochmal mitnehmen, weil ich meine, gibt gut XP. Oh ja, so kannst du stehen bleiben, so ist perfekt. Ja, ja, ja. Dann hätte ich meinen Biber dann nämlich nochmal mitnehmen hier. Sehr schön, das waren 4 Schuss, 4 Headshots und gereicht. So, Vogel, komm mit. Unten ist nochmal ein Level Up, sehr, sehr geil. So. Oh, schön Raptor. Ne, das ist doch, das ist ein Raptor. Hallo Raptor. Würdest du vielleicht kurz einmal sterben? Wieder weg. Ist jetzt mit Magentavis recht easy, die Viecher zu killen. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen das Ganze einmal. So, ist hier noch so ein Dilo. Was willst du denn? Ist ja auch low, Alter. Jetzt soll ich das mal sehen. Oh, da ist noch ein Alpha Raptor, nee, oder? What? Ich meine, gut, ich kann ihn runterlocken, dann kill ich ihn auch nochmal ganz fix. Das ist mir nicht so das Problem. Hallo, Alpha Raptor. Ja, komm. Bist du ein kleiner dummer Raptor, hä? Whee! Oh, jo, der geht ja richtig hier rein. So, und jetzt kann ich ganz simpel nach dem. Wenn der Dilo hier erstmal weg ist. Da, Raptor, das mache ich gleich mit dir auch. So, und dann kann ich erstmal hier landen. Oh, oh, chill doch. Wow. Alter, Mücken. Der Vogel macht die schon. Okay, Alpha Raptor, da bist du. Hallo, ui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 
Jetzt gehen wir die Biber noch kurz einmal hier looten, die Biberdämme. Boah, jetzt sind Siliziumperlen hier. Ich glaube nicht, dass mein Vogel das alles tragen kann an Holz. Oh, jo. Oh, das ist ein Kompi, ne? Vogel, willst du vielleicht auch mitkommen? Dann trägst du Mittel. So. Und dann nicht passiv, sondern greif dein Ziel an. Sollte ich noch eigentlich vom Holz her, dass ich noch ein bisschen was mitnehme aus den beiden Dämmen. Das mal hier nochmal die beiden Stacks rein. Ich verhungere gleich, merke ich gerade. Hier nimmst du die beiden Stacks nochmal mit. Und dann mache ich hier nochmal ein bisschen. Das habe ich gepfiffen aus Versehen. Ich wollte nicht zweifeln. Machen wir das nochmal. Und dann war ja gerade noch ein Damm direkt daneben. Hätte ich doch gesehen. Weil manchmal sind die auch unter Wasser. Oh, das ist ein Teri. Gar keinen Bock gerade auf den Teri. Da vorne war noch einer. Ich habe noch keinen einzigen Biber gesehen bis jetzt, was gut ist, weil wir dürfen die nicht töten, weil dann produzieren die kein Dingens mehr. Kein Zeug mehr für uns. Aber ich weiß noch nicht, wo die abgeblieben sind. So, oh, richtig schön viel Stuff hier. Oh, jo, Piranha, nur ein Piranha, alles gut. So. Dann tun wir das, nicht das Zement. Okay, kannst du auch nehmen, das Zement. Das ganze Holz. Einmal, okay, den letzten Mal spare ich mir erstmal auf. Vielleicht finden wir in der Höhle noch irgendwas. Aber dann muss ich das noch einmal abbauen, aber. Weil. Und sonst respawnen die Teile nicht. Das heißt, was machen wir, wenn wir nicht genug Inventarplatz haben, um das ganze Holz zu tragen? Man droppt es einfach raus. Bop, 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 bop. Und Vogel bekommt es bitte. Weil ich kann es ja trotzdem mal mitnehmen. Wenn ich dann Inventarplatz brauche, dann droppe ich es im Nachhinein einfach raus. Vogel. So, nehme ich mir jetzt fix den Airdrop hier einmal mit. Und jetzt haben wir einen Schalldämpferaufsatz. Ob man das jetzt braucht, ne? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich nehme es mal mit. Das können wir dann auf jeden Fall alles später in den Grinder reinwerfen. Dann können wir dann auch die Ressourcen wieder zurückbekommen zum Teil. Was wenn ganz nice ist. Deshalb auch hier Rüstung und sowas nehme ich auch sofort immer mit. Alle kaputten Armbrüste. Alle grünen Armbrüste oder sowas. Oder sogar Basic Armbrüste. Weil. Kennt man jetzt gut auch Metall und sowas raus. Den grünen nehme ich jetzt nicht mehr mit. Für den grünen Erdbeeren lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Dann habe ich jetzt noch den nächsten Reaver Spawn. Das ist hier direkt neben so einer Insel. Das kann ich Chaos auch mal zeigen. Das war aber jetzt weg. Nichts braucht sich das auch nochmal, weil hier auch nochmal drei Dämme, so wie es aussieht, sind. Und da hier eh generell eine recht friedliche Gegend ist und hier nichts wirklich ist, was mir wirklich Schaden machen kann. So. Ist es ja auch nicht verkehrt, dass wir hoffen, dass hier keine Biber in der Nähe sind. Oh! Was ist das denn hier? Oh, okay, da ist ein Biber, da ist ein Biber. Jetzt will ich die halt nicht töten, ist das Ding, ne? Ey, oh Vogel. Du tankst das kurz, ja? So. Das kommt alles jetzt mal schön raus. Okay, dann macht nicht so viel Damage. Meine Rüstung geht kaputt. Und das wäre vielleicht nicht so gut, weil ich will ja gleich noch in die Cave rein. Oh, ist das geil. Ja, jetzt kommt er hier. Vogel. Ah. Aua, aua, Vogel, 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 ich will dich. Wo bist du? Hopp, so. Sehr gut. Waren das alle oder ist hier noch irgendwo einer? Alter, da war ja mal so viel Zement. Holy shit. Ja, das reicht auf jeden Fall. Okay, die Biberdämme sind key. Sind auf jeden Fall ganz, ganz doll key für Zement. Den Spot zeige ich Chaos ja auch nochmal hier. Das ist ja mal turbo insane. Holy shit.